die Baustelle. Da gibt es quasi ein bisschen mehr Platz schon. Da hinten standen die Schränke. Da ist so ein Loch gebohrt, um reinzuschauen, wie es aussieht. Der Statiker war schon da. Und diese Wand kommt dann weg und ein hübscher Doppel-T-Träger rein, damit das Zimmer größer wird. Und das ist eben die Laube, die in den Garten führt. Momentan Unterkunft für die Überwinterung von Blümchen und mediterranen Kräutern, Zitronen schon die ersten. Und das wird eigentlich eine recht nette Laube und da geht es quasi raus dann auf den Sitzplatz. Und recht kurzer Weg von der Küche. Werbesendung. Mal den Boden angebohrt. Das sind wunderschöne Korkplatten, verklebt mit Plastik. Dann hat es irgendwie so Pressspannplatten. Und darunter, das hier könnte ein Eichenparkett sein. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Das wäre natürlich super. Habe ich halt jetzt ein Loch reingebohrt, aber den kann man sicher flicken. Ich würde mal ein kleines Teil raussägen. Gut. Plastik nur angeritzt, also eine schöne, wunderbare 80er Jahre Plastikfolie. Was auch immer das hier soll. Das ist jetzt wie Weihnachten. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Einen Diagonalen. Könnte ein abgeschliffener Parkettboden sein, aber es ist auf jeden Fall Weichholz, aber die Maserung läuft diagonal. Nicht uninteressant. Katze da ist. Ziemliches Loch. Hier eine Katze. So, die ersten Schalungen und jede Menge Löcher. Ramon hat eben ist gerade auf Wasser gestoßen. Zuerst dachten wir, es sei Öl, aber es ist leider Wasser. Und jetzt wissen wir auch, wo die Leitung ist zum Brunnen. Vom Brunnen weg, der im Winter abgestellt ist. Da könnte man einen Dachs mal brauchen, ha? So ein bisschen gräbt und mithilft, statt immer nur in den Garten zu kacken. So, Kabel ist drin. Jetzt kommt noch das Rohr geflickt hier. Und das sind die letzten Meter und dann durch die Wand. Hier sind ziemlich viele Wurzeln von der Birke, die machen wir schon zu. Und dann ist Ruhe. Halbwegs gerade die Einfriedung. Hier muss man noch etwas ausschneiden bei der Wurzel. Und dass das passt, weil die Wurzel möchte ich nicht abschneiden, logischerweise. Und dann kann man quasi die Diagonalen, die Diagonalen sind nachgemessen, aber dann kann man quasi die Löcher einmessen und speziell die Haarträger, die da reinkommen. War die Pfostenträger. Also das ist ein Gastarbeiter aus Deutschland, der aber Schweizer ist. Illegal. Illegal? Illegal Migrant. Und das haben wir eben schon einbetoniert. Das ist ein hoher Job. Eine Urarbeit. Den letzten hat er schon einbetoniert. Zwei Katzen schon einbetoniert. Ja, schön wär's. Hart. Ich habe Abitur. Was? Das Abitur. Einspört.
Fundament spürt, entspürt. Jetzt eben mit Betonrohren geht deutlich schneller. Mach jetzt drei. So, auf der Suche nach dem Eichenfassplatz. Hier ist dann eben eine Feige. Sind noch ein paar dran. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel die Badehose vergessen hat, kann man sich beim Saunieren dann so ein Feigenblatt umbinden. Und jetzt die Frage, hier kommt dann der Strand hin mit Schottersteinen und wahrscheinlich hier, wo dieser Hügel ist, werde ich einen Ring bauen aus Pflastersteinen mit Mörtel und da kommt dann eben das Fass drauf. So, trotz Plane, die drüber war, was haben wir hier? Eine Katzenscheiße.